Willkommen zurück zu einem neuen Arc-Guide. Ich wollte gerade was anderes sagen. Ist egal. Auf jeden Fall wollte ich euch heute zeigen, wie ihr am besten und schnell ein Anfängerhaus baut. Ne? Wenn ihr in die Arc reinkommt, also wenn ihr das Spiel startet, kommt ihr natürlich auf die Karte, die ihr ausgewählt habt. Und das Erste und das Wichtigste ist eigentlich... Okay, dass ihr euch ein Haus baut, damit ihr etwas sicher seid. Am Anfang ist es natürlich eher Stroh, dann Holz, dann Stein und später kann man aus Metall aufbauen. Aber das dauert noch. Das Erste, was ihr machen solltet, ist natürlich farmen, damit ihr euch die Axt und die Spitzhacke herstellen könnt. Die beiden Sachen gehen relativ schnell kaputt. Die könnt ihr auch natürlich wieder reparieren mit den Materialien. Später könnt ihr aber natürlich noch eine Metallspitzhacke und eine Metallaxt herstellen. Die halten etwas länger. Ihr habt auch später sowas wie eine Kettensäge und später habt ihr auch die Dinos. Also da macht ihr eigentlich gar nichts mehr selber. Und mit der Axt könnt ihr halt relativ gut, wie man hier sieht, Steine abbauen. Obwohl man eigentlich denkt, man nimmt die Spitzhacke dafür. Aber mit der Spitzhacke... Na, natürlich, hier will er das nicht. Mach ich es hier. Macht er besser Feuersteine. Also wenn ihr Feuersteine braucht, später für Zündpulver und so, macht das dann halt mit der Spitzhacke. Und mit der Axt könnt ihr Steine abhauen. Und an Bäumen ist das halt so, mit der Spitzhacke kriegt ihr halt relativ viel Stroh raus, aber wenig Holz. Mit der Axt ist das aber andersrum. Dann kriegt ihr halt mehr Holz. Und manchmal kein Stroh, aber ihr kriegt dann auch ein bisschen Stroh. Also da müsst ihr halt immer ein bisschen gucken. Ich würde euch auch raten, wie ich schon im vorigen Video gesagt habe, einen ruhigen Ort euch auszusuchen. Ich bin jetzt hier auf Ragnarok. Das ist eindeutig kein ruhiger Ort, wo ich hier bin. Weil da hinten sind die Drachen, aber ich baue da hinten. Und wenn man ein bisschen erfahrener ist, kann man das machen. Am besten würde ich euch auch raten, baut da, wo ihr gespawnt seid. Das steht meistens auch, wenn ihr im Leichengebiet gespawnt seid, leicht im Klammern dahinter. Also am besten da bauen. Und am Anfang könnt ihr halt einfach nur aus Stroh bauen. Ihr könnt natürlich auch warten, bis ihr bei Holz seid, aber das dauert halt ein bisschen. Und am Anfang ist es auch gar nicht wichtig, dass ihr im Wasser seid. Ja doch, eigentlich schon, sonst verdurstet ihr. Also ihr müsst schon gucken, dass ihr Wasser in der Nähe habt und vielleicht auch Bücher halt, dass ihr was zum Essen habt. Vielleicht so Dinos, die... man relativ schnell töten kann, Dodos zum Beispiel, wegen Fleisch, wegen Leder, dass ihr nicht verhungert. Und Leder braucht ihr halt später auch für eure Kleidung und für euer Bett. Ja, ich mache das, also am Anfang habe ich wirklich immer große gebaut, aber das müsst ihr gar nicht. Eigentlich für den Anfang reicht vollkommen, wenn ihr... so gesehen, okay, hier kann, manchmal kann man die nicht setzen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Kann ich hier setzen? Dann machen wir hier. Dass ihr vielleicht einfach 6 Felder macht. Weil, ihr müsst nicht groß bauen am Anfang. Ihr könnt das natürlich auch schön bauen. Das geht auch, ne? Ihr könnt das auch, oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich, das kann man bei denen nicht. Wieso nimmt ihr die Strohdecken? Oh, wartet mal. Ich habe meinen Fehler entdeckt. Mist. Warte mal. Ich muss das nochmal kurz abreißen, Leute. Ich habe meinen Fehler entdeckt. Ich habe aus irgendeinem Grund, normalerweise geht das nicht, hatte die Decken genommen. Ihr müsst natürlich das Foramen nehmen, ne? Dann setzt ihr die hin. Am besten tut ihr euch auch unten das in der Taskleiste rein. Ark hat leider so ein bisschen ein komisches Bausystem. Man kann manchmal nicht überall gleich bauen. Ja, man kann natürlich auch direkt schön bauen, ne? Hier zum Beispiel, dass man einen Klotz daraus macht, dass man diese Stelzen hat. Müsst ihr mal gucken. Also ich bin an der Playstation, da muss ich halt nur Dreieck drücken. Ich weiß nicht, was am PC ist oder an der Xbox, welche Tasten das sind. Das kann ich euch leider nicht sagen. Auf jeden Fall baut euch einfach, da sind jetzt 6, ne? Also 3 und 3 nebeneinander. Und baut es natürlich eine Tür rein, sonst kommt ihr halt nicht rein. Ich würde auch eine Tür reinbauen. Stroh hält natürlich nicht so viel aus wie Holz oder Stein später. Aber
Für den Anfang ist das schon gut. Besonders die Nacht, es wird kalt, da kriegt er auch Schaden von. Man sieht die Tür manchmal leider nicht. Bei Stroh ist es leider so, es gibt keine Fensterfront. Also es gibt halt Bauteile, wo ein Fenster drin ist. Bei Stroh gibt es das leider nicht. Deswegen würde ich euch empfehlen, entweder Fackeln noch mit reinzubauen oder halt einfach ein Lagerfeuer, damit ihr in der Nacht was seht. Ich mache das auch immer so, dass man einfach noch eins höher baut, weil sonst ist es immer so gedrungen. Es ist halt ein bisschen mehr Material, aber ehrlich, für den Anfang ist das... Stroh kriegt man schnell. Man braucht Stroh, Fasern und Holz, meine ich. Also, das kriegt ihr so schnell. Also, habt da keine Angst. Auf jeden Fall könnt ihr natürlich ein Schrägdach bauen. Ne? Aber ihr könntet auch jetzt einfach schon zubauen mit einem Flachdach. Das würde auch gehen. Also, das ist halt natürlich Geschmackssache. Ich finde das Schrägdach viel schöner, wenn man das macht. Ne, das kann ich euch immer zeigen. Nein. Sowas sieht natürlich viel schöner aus als sowas hier. Es ist halt immer Geschmackssache, wie ihr das haben wollt. Aber für den Anfang reicht auch das Flache. Es ist einfach nur, dass ihr irgend so einen Ort habt, wo ihr euer Bett hin tun könnt, wo ihr ein paar Kisten oder Schränke reinbauen könnt, damit ihr Sachen lagern könnt. Und wo ihr halt für den Anfang schon mal euch vorbereitet. Weil sonst habt ihr das Problem, oh ja, Scheiße, ich habe jetzt gar keinen Stein mehr. Ich muss jetzt erstmal Steine farmen gehen für Pfeile. Aber so könnt ihr so alles in die Kisten ballern. Ne? Ihr baut dann einfach ein paar Kisten. Als ich hier schon mal habe. Ich habe natürlich schon mal ein bisschen vorbereitet, Leute. Ich schaue es mal unten in die Leiste rein. Kisten. Wie gesagt, das Lagerfeuer würde ich euch auch empfehlen. Und nee, das will ich jetzt eigentlich nicht haben. Warte mal, ich schaue es mal unten rein. So, und... So. Also, die Kisten. Also, die Kisten könnt ihr leider nicht aufeinander stapeln. Also, wie man sieht. Das wäre schon cool, aber es geht leider nicht. Am Anfang könnt ihr auch nur die Kisten herstellen. Da ist auch nur 15 Platz drin. Aber ihr könnt die auch benennen. Also, ihr könnt jetzt diese Kiste Holz benennen. Diese Kiste könnt ihr jetzt Stein benennen, damit ihr das also schon alles sortiert habt. Deswegen würde ich es schon, ja, so 3x3 bauen. Damit ihr schon ein bisschen Platz habt, weil ihr müsst ja auch noch euer Bett da reinbauen. Ne? Für den Anfang würde ich, glaube ich, für jeden Rohstoff, also für Stein, Holz, Feuerstein braucht ihr am Anfang jetzt nicht so viel, Stroh und Fasern eine Kiste bauen. Man könnte ja auch sagen, dass man bei Feuerstein jetzt zum Beispiel Leder noch mit reintut. Halt Sachen, die man am Anfang halt nicht so viel hat. Und ja... dann kommen wir natürlich hier zum Lagerfeuer. Ich würde es einfach in der Mitte, ich würde es vielleicht auch noch draußen eins hinbauen. Ihr könnt auch Fackeln nehmen, aber ich finde die Fackeln immer blöd, um ehrlich zu sein. Und ihr müsst eigentlich nur Holz reinlegen und dann brennen die halt eine Zeit lang. Habe ich gerade Holz? Ich glaube ja, dann kann ich euch das anders zeigen. Nee, ich hab wohl Holz. So. Und dann könnt ihr es einfach anzünden, ne? Dann werden wir es jetzt zumachen hier. Okay, es ist ja oben nicht zugebaut. Aber auf jeden Fall habt ihr es da drin. Und es kann auch nicht abfackeln. Also das gibt es in Ark nicht wie bei Minecraft, dass halt dann der Wald abbrennt oder so. Das geht es hier nicht. Ihr könnt natürlich auch anders anordnen. Ne? Und dann natürlich halt das Wichtigste. Das Bett. Also es gibt hier einmal den Schlafsack. Aber der Schlafsack ist halt natürlich sehr schnell hergestellt. Aber das Problem ist, wenn ihr stirbt, könnt ihr nur einmal wieder hier spawnen. Und dann ist der Schlafsack weg. Also ihr müsst das dann wieder einen neuen bauen. Ihr könnt aber später auch ein richtiges Bett herstellen. Das bleibt. Das bleibt so lange, bis es zerstört wird durch euch, durch Dinos. Also das könnt ihr ruhig, ja, wenn ihr könnt, wenn ihr Leder direkt viel habt, direkt bauen. Weil das ist besser als der Schlafsack. Ist halt jedem selbst überlassen, ne? Ich finde so... Am Anfang sieht der Schlafsack schon cooler aus als Deko, aber nehmt am besten das Bett. Ja, ich glaube, da habe ich euch schon alles gesagt. Ich würde gucken, dass ihr vielleicht, wenn ihr es noch schon könnt, noch eine Treppe oder so baut, weil manchmal kommt man halt hier nicht roh hoch. Das ist manchmal so ein bisschen
komisch, dass man entweder so eine Schräge oder eine Treppe. Aber ja. Ja, das war es eigentlich schon. Man kann natürlich dann ne, drumherum so ein paar Barrikaden bauen, dass man ein bisschen geschützter ist. Ne? Aber für den Anfang wirklich sucht euch ein ruhiges Gebiet. Baut euch ein kleines Häuschen. Es muss nicht groß sein. Ne? Also es reicht schon, wenn das so klein ist wie das hier. Entweder baut ihr ein Schrägdach oder ein flaches Dach. Das ist vollkommen egal. Man kann natürlich auch ein flaches Dach bauen oder dann mit der Treppe da oben, wenn ihr schon ein Flugdino haben solltet, kann man das da oben parken, ne? Also dann ist das schon mal in Sicherheit. Beim lokalen Modus ist es so, dass nichts passiert, wenn ihr nicht online seid, aber wenn ihr halt auf dem öffentlichen Server spielt oder auf privaten Server, kann das natürlich schon passieren. Ja! Ich glaube, das war's. Ich glaube, ja. Wenn ihr Interesse habt, können wir hier auch mal ein richtiges, schönes Starterhaus bauen. Das könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, das ist einfach nur für den Anfang. Es gibt natürlich auch schönere. Man kann sich natürlich auch viel mehr Mühe geben für das Anfangshaus. Aber wie gesagt, man bleibt eigentlich nicht am Anfangsplatz. Ja. Eigentlich nicht. Außer wenn man, glaube ich, die Karte kennt, wenn man schon öfters Ark gespielt hat, dann geht man wahrscheinlich direkt dann dahin, wo man bauen will und dann baut man direkt richtig. Aber das ist am besten dann halt, wenn man seine Dinos hat. Ja, jeder macht das natürlich auch anders, ne? Also es gibt wahrscheinlich Leute, die es anders bauen, aber könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder selber Ark spielt und andere Anfänger-Tipps habt für euer Anfängerhaus. Auf jeden Fall, Dankeschön, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.